Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt zu CreateVS. Und dieses Spiel ist Minecraft ähnlich, Terraria ähnlich und hat viele auch sehr gute Neuerungen. Ist eher ein bisschen moderner gehalten, nicht so mittelalterlich. Und ja, es gibt sehr viel zu erforschen und das wollen wir uns mal anschauen. Das Spiel läuft sehr, sehr gut. Auch da ist nicht so wie Minecraft auf Java basiert. Also so gute Grafik und so flüssig habe ich wirklich fast noch hier kein Spiel gesehen. Schon im Standard, schon in einer Beta-Version. Also richtig gut. Prima. Super Entwickler. Also die Informationen über das Spiel findet ihr unten. Oder bei Steam. Einfach dort CreateVS angeben. Und nein, ich gehe nicht da rein. Oh. Ich habe da nicht richtig gelesen. Also ich kann es euch kurz zeigen, wie es so aussieht, das Game. Ja, danke. Jo. Die Ladezeit wurde ein bisschen erhöht, habe ich das Gefühl. Oh, eine Kiste. Also es gibt überall so Kisten. Danke. So, ich quit Game. Exit World. So, leider ist es noch nicht auf Deutsch. Oder ich kenne es nicht auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie man es einstellt. Aber ich möchte gerne Create a World. Wir wollen eine neue Welt. Das ist eine LP World. Also da will ich gerne nur ich drauf sein. Aber ich mache sobald das Projekt, also das Let's Play hier, erfolgreich ist, natürlich eine Welt auf, wo wir zusammen bauen könnten. Ich kann dann auch jetzt Shows machen oder ihr dürft auch drauf irgendwelche Videos machen, wie ihr wollt. Und ja, ziemlich, es ist ziemlich frei darauf, eben einfach nicht etwas Negatives. Also was ihr baut und so, ja, möchte ich gerne, dass ihr einfach, ja, oder vielleicht auch so Themengebiet, je nachdem, wie es sich so halt passt. Aber das können wir dann untereinander bereden. Also, wir machen das Ding wie beim Exit Let's Play in LP World. Und Passwort. Ich weiß nicht, was ich Passwort eingeben soll. Ja, das ist schwer. Das ist jetzt schwer. Ich weiß nicht mehr. Ja. Also, wahrscheinlich kann ich das auch einstellen. Also, ich könnte es so machen. Also, weil jemand anderen möchte ich gar nicht drauf haben. Also, dass ihr drauf joinen könnt, aber nur Visitors seid. Aber einfach nicht spoilern dann. Sonst mache ich es aus. Wenn ich es aus kann, dann. Explosions-Disabled, weiß ich nicht, was es ist. Ich kenne gerade keine Gegner, die Explosionen wegmachen. PvP-Disabled, ja. Ich mache kein PvP auf dieser Welt. Confirm. So, also. Ihr könnt drauf, wenn ihr. Machen wir uns Passwort ein besseres. Wenn ihr Passwort eingibt. So, das ist mein Passwort für den Server, also wenn ihr reinkommt. Seid ihr leider nur Default, also wie seht ihr, aber immerhin könnt ihr drauf. Das ist doch Luxus, oder? So. Ja, das Spiel ist cool. Ich habe schon recht viel gespielt. Ja, recht viel. Nicht so viel, also das will ich alles kennen oder so. Aber ich bin schon weit gekommen. Ich habe Eisen gefarmt. Ich habe so Kristalle gefunden. Und so weiter. Also das sind, ich glaube, es sind Diamanten gewesen. Weiß jetzt nicht mehr. Es ist jetzt schon 10 Tage so. Oh, ein schöner Wald. Also. Ist das jetzt die Spawn-Ding? Weil die kann ich nämlich gut gebrauchen. So. F. Hallo, Autoplay Strategy. Mach ich mal an. Damit ihr seht, ich bin hier und werde hier etwas aufbauen. So, also jetzt haben wir da mit der Top zwei Sachen.
Das ist Waffe. Und das ist so ein Abbaugerät. Also kommen wir jetzt zum Beispiel diese Bienenwabe hier. Einfach so abbauen, wenn man gedrückt hat. Und ja, dann kann man eigentlich alles abbauen, bis auf härtere Materialien. Am Anfang kann man noch keinen Stein abbauen, später kann man zum Beispiel kein Erz abbauen und kein Eisen abbauen. Da sind gerade viele Monster. Also mir gefällt der Wald irgendwie. Ich muss kurz schauen, das ist die Heilung, genau. Später kann man auch so anderen Sachen heilen machen, natürlich. Aber vom Anfang sollte es einsammeln, ist recht praktisch. Ich brauche normales Holz, am besten für einen grässlichen Baum. Aber ich auch immer gerne eine Treppe nach oben. Wie bei großen Bäumen in Exit. Aber da muss man sie eigentlich gar nicht mehr machen wegen Tree Capture. Aber hier hätte ich auch irgendwas gerne, dass die Bäume umfallen oder wenigstens das, das Laub weg geht. So, jetzt brauchen wir noch Moos oder was sind das? Lianen? Da unten ist Lianen. Ist das Moos? Ja, das ist Moss. Moss mit zwei S, weil es Englisch ist. Ah, oh, ich liebe Moos mit zwei O. Ich bin so der Deutsche. Ich mag Deutsch. So, Moos haben wir. Jetzt brauchen wir noch, glaube ich, Erde. Und dann brauchen wir ein Crafting Table. Und Crafting Table, seht ihr oben auf diesem Radarbalken, sind diese, wie sagen wir, Zahnräder. Und das Ding, Payport, ist immer das X. Und überall auf der Welt gibt es diese Steine, die sind relativ gut zu erkennen. Da kriegt man rechts rauf und hat hier. Ja, die ersten Crafting-Rezepte, das Wichtigste ist vor allem mal am Anfang. Es ist leider so, dass man die Rezepte schon sieht. Also, ja, ist ein bisschen schlecht gemacht, dass es immer wieder, also dass es nie resettet wird. Ja, Pilze. Okay, Pilze sind, also die Pilze sehen aus wie Erz. Sie sind meistens irgendwo an einer an einem Fuß von einem Berg, also an einem Hang. Dachte ich gerade, das sei Käse oder so. Da habe ich gerade mit Fraps an ein bisschen weniger FPS, also 28 habe ich jetzt. Muss schauen, ob ich da irgendwas ausmachen kann. Zum Beispiel Motion Blur. Aber solange es nicht laggt und nicht langsam läuft, muss ich das nicht machen. Ich hab's ja immer noch nicht. Was ist denn los? Ich wollte doch. Was sind denn die Pilze? Sonst gibt es immer so viele Pilze. Da oben, oder? Ja. Da sind die Pilze. Das sieht aus wie Eisenerz in Minecraft. So kann man noch ein paar holen. Das sind Fossilien, die geben Knochen, aber das ist eines der unnötigsten Materialien, weil wir, wenn wir Monster besiegen, also sowieso Knochen bekommen. Da ist gelbes Zeugs. Ja, ich muss bis Ding, weil in der Nacht ist es schwer. Da noch ein bisschen. So. Also das Lab brauchen wir bald, glaube ich, auch, aber das nehme ich jetzt noch nicht. Wir müssen einen Unterschlupf machen. Da ist das Ding. So, mit Shift kann man rennen. Aber es braucht auch Ausdauer wie in den anderen Games vom Sandbox-Genre. So, collect all. Und jetzt kann man hier schon mal ein Crafting Table müssen wir dann auch mal. Wir brauchen Knochen. Ich nehme ein paar Fossilien mit. Und dann gehe ich wieder zurück zum Spawn. Oh, ist das. Ja, es sieht nicht mehr so, nicht so schön aus, aber das ist mal ein großer Baum. Ist das ein bestimmter Baum?
Nein, ist der ältere Wut. Okay, ältere Wut ist schon selten, aber so große habe ich ja bis jetzt nicht gesehen. Weil es kommen immer relativ schnell wieder Updates raus und wo was ein bisschen wirft. So, weil wir jetzt das Teil haben, können wir auch ein bisschen Stein farmen. So, ein bisschen Erde. Also ja, ansonsten ist das. Das ist Erde. So. Also ich finde, Creativerse ist vor allem eins sehr gemütlich. Also bei manchen Heft, vor allem bei Hexit, habe ich immer so das Gefühl, ich bin unter, ja, ich muss einfach irgendwas machen und na, ich werde von einem Ort zum anderen geschoben. Und deshalb finde ich Creativerse einfach so zum Entspannen und kurz vor dem Schlaf gehen oder so ist prima. Wirklich zum Schlafen, also dass ich schlafen kann. Ein Schlafritual und so. Aber eben, es macht nicht, dass du dann plötzlich vor dem PC einschläfst oder plötzlich müde bist oder so, das auf keinen Fall. Aber es ist einfach so ein bisschen entspannend. Und das finde ich cool. Und hoffentlich bleibt es auch so. Weil es wäre wirklich nice, wenn das Game auch ein bisschen nach vorne kommen würde. Das Sandbox-Genre ein bisschen nach vorne treiben würde und im Allgemeinen einfach ein bisschen eine Idee bringt. Und das macht ja jetzt Creativerse eigentlich recht gut schon. So, ja, ich habe es vor irgendwie 2 Wochen mal bei Steam gesehen, weil irgendwas war da, ein spezielles Event oder so. Und habe ich gedacht, ja, das wird mal irgendwas und so. Und dann 2 Tage später habe ich gesehen, dass es wirklich positive Bewertungen hatte. Und habe es dann gekauft und ich war wirklich sehr, sehr, ich werde jetzt mal ein bisschen kämpfen. Sehr, sehr, sehr erstaunt. Also da müsst ihr am besten in aus der Reichweite gehen, dann werdet ihr auch nicht getroffen. Weil es gibt so einen Bug, also es ist noch nicht so gut, das Kampfsystem. Nein, 2-mal getroffen. Und ein Knochen. Also, jetzt brauche ich noch einen. Was brauchen wir? Die Weins. Die weinenden Weins. Also, wo wollen wir sein? Hier ist ja das Spawn. Sollen wir den Stone verlegen? Was ist das? Siehst du immer noch nach Schatz zu oder so? Weil es gibt gute Pläne. Also damit ich euch einfach mit den kräftigen Rezepten so nicht so spoilere, tue ich ein bisschen langsamer spielen, wenn ich nicht spiele. Also wenn ich nicht aufnehme. Weil es ist schon ein bisschen blöd. Dass die kräftigen Rezepte einfach so. Was sind das? Crumble Notes? Ich verstehe nicht, einfach etwas zu lesen. Das weiß ich leider nicht. Also, hier ein See. Dort oben. Das wäre doch cool. So etwas mag ich, wenn so das ein Baum ist oder so. Ja, ich werde hier. Ich werde hier das Ding aufmachen. Die Höhle. So, also jetzt schnell das Ding holen. Ach, weil ich eine Truhe drin hatte. Bis jetzt bin ich immer in diesem Spiel bei einer Truhe gleich reingegangen irgendwo. Das sind die Leaves. Ja, ja. Ich will doch noch einen Gegner besiegen oder so. Ich möchte gerne Crafting Table. Ah, ich möchte gerne Knochen. Kommt die nicht? Die muss man herstellen. Mist.
Unbedingt. Dann Fackeln. Das ist schlecht. Ich brauche Moos dafür. Also. Eine Tür. Was? Eine Wutentür ist so teuer. Wollte mir scheißen, wie soll ich dann immer wieder rein rausgehen? Okay. Also dann muss ich noch kurz das Ding holen. Da kann man nicht den anderen Gegner haben. Wird doch nicht. Ja, aber die geben. Was war das für ein Geräusch? Wahrscheinlich so ein Vorsichtsgeräusch vom Gegner. Nein. Das ist nicht gut. Kann es benennt? Ah, ich muss ihn einfach wieder umsetzen. So, Crafting Table. Und was ist das? Prozessor. Sehr gut. Nein, nicht suchen. Dann gehen wir wieder zurück. Ich hoffe, ich finde es noch. Ab der See hinten dran. Da muss hier irgendwo sein. Also. Ja. Also. So, ja. Beginnt sehr gut schon. Also das Spiel ist viel leichter als Exit. Vielleicht das Terrarium irgendwie am Anfang. Und das mag ich so, aber man sollte halt nicht zu viel wagen. Weil die Gegner, es ist so try and error, also man sieht irgendwas und dann sieht man auch diese starke Gegner, aber ich kann nicht überleben und muss sterben und so weiter. Ist ein bisschen schlecht gemacht, aber eigentlich auch, ja, natürlich durch das Fortschrittssystem, also dass man weniger schnell vorwärts kommt, eigentlich trotzdem gut. Der Käse hier hin. So, also mache ich mal zu hier und tue eine Fackel. Die Fackel konnte ich nicht unbedingt fackeln. Also Moos, da. Also, was, wir hoffen jetzt mal, dass sie gut entwickeln können. Also Geld haben sie wahrscheinlich jetzt schon mit den Verkäufen, die sie jetzt schon haben. Und ja, aber ich kann eben noch nicht so viel sagen über die, weil ich ja auch nicht so konzentriert auf sie geschaut habe. Aber ja, es wird ein gutes Spiel, es wird ein erfolgreiches Spiel, das weiß ich jetzt schon. Das sieht man. Und ja, bin gespannt. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Was Stone habe ich? Habe ich Nutzen? Da braucht man Monster-Sachen. Drops. So. Dann mal schauen. Mach ich am besten hier eine. Und ihr seht hier unten, es hat Ding-Balken. Beschädigung, also Reparaturbalken. Also, wenn die leer sind, sind sie Beschädigungsbalken am besten. Und also kann ich nicht alles unendlich einsetzen, wie es beliebt. Außer natürlich das Grundwerkzeug, also das Schwert ohne Waffe und die Keule und der Mining-Teil ohne Mining-Teil unten links. Und die Rüstung geht auch kaputt, das sieht man auch an diesem Symbol. Wenn ich jetzt das Mini wegmache, ist da eben so ein Männchen. Und da kann man den auch. Also, es ist neben. Das ist nämlich recht gut, also ich finde es, Minecraft hat so, man muss überhaupt keine Mods haben, man muss mit nicht mal spielen, nicht zum weiterzukommen, außer dann für bestimmte Sachen, oder? Aber in diesem Spiel finde ich einfach gut, wenn man halt gegen stärkere Mobs kämpfen will, muss man gegen Mobs kämpfen, und wenn man stärkere Sachen farmen will, dann muss man bessere Sachen craften und ja. Es ist so dynamisch. Es ist sehr gut so. Also Shredded Leaves. Wood Twine. Okay. Ich muss sowieso noch kurz. Mache ich das am besten irgendwo hier.
das Teil hier. Und ich weiß nicht, ob man im Ding, im Beobachtungsmodus durch Wände durchgehen kann, sonst mache ich da irgendwie etwas auf, oder weiß ich jetzt nicht, wie ich so machen das soll machen. Also ich mache einfach den Spawning-Modus außen. So, aber ich muss noch kurz aktivieren. So, genau, jetzt. Also, das da braucht Half-Steps von Stein und Wut. Dann Kohle noch. Kohle, das Kohle muss man mit denen abbauen, aber ich habe irgendwie das Rezept nicht für das normale. Das unadvanced. Wie mal war das schon mit? Es gibt ja recht viele Bomben. Finde ich cool. Vor allem die Freeze habe ich benutzt. Genau, die da. Die Freeze-Bombs. Aber dafür brauche ich ein Gebirge. Oder muss zu einem Gebirge gehen, um zu holen. So. Habe ich das? Was ist der Unterschied zwischen Wut und Charged? Das ist doch der normale, oder? Nein, das ist der Charged. Okay, habe ich den besseren schon. Es ist gar kein... Na? Das ist einfach eine verbesserte Version. Kostenlos, also nicht mehr. Cool. Also die Ideen sind richtig cool von den... Schriftrollen, die man findet. So. Ich schau mal kurz. Ja, es wird Nacht. Wie sollen wir jetzt am besten hier... Ja, okay, ich werde am besten mal Monster plätten. Bis ich stärker bin und da kann ich die Nachtmonster auch... Also die... Sie werden dann so korrumpiert. Ah, oh, meinem... Was seinem... Seinem... Und hier haben wir... Die Heilmaschungs... Das sind beide Heilmaschungs... Die verstehe ich irgendwie nicht ganz so. Das sind einfach Glocks und diese tendieren aus Holz. Keine Ahnung. Vielleicht die, wo die keine Holzfarmen wählen wollen, die halt an Bäumen wachsen. So. Oh, hier kommen Krabben. Immer an den Flüssen, also an den Ufern sind Krabben. Da ist eine. Ist noch recht stark. Auch weil sie eine gute Reichweite haben. Wenn sie die Charge-Angriffe machen. Also die. Nicht Charge, sondern Rundumschlag-Angriffe. Also, ja, genau. Man sieht es, wo ich zurück muss. Was ist das für ein Geräusch? Ich muss sowieso ein bisschen lauter machen. Tut mir leid, dass ich... Audio. Ob die Musik ein bisschen leise. So. Weil ich immer generell ein bisschen leiser spiele. Das ist einfach nicht... Weil man es nicht, auch nicht, einstellen kann außerhalb des Spiels. Außerhalb, also im Hauptmenü. Ja, habe ich das einfach nicht gemacht. Und es leckt gerade ein bisschen komisch, oder? Weil es geht über einen Server und der Server ist nicht gerade gut. Deshalb, kann es zu gelegentlichen Lecks kommen, tut mir leid. Also Lecks an, in der Verbindung. FPS sind eigentlich jetzt konstant auf 30, auf 31 und 27, 34, 35, also so ungefähr. Und ja, das heißt also, es ist richtig gut, weil ich habe alles auf Maximum. Also müsste alles auf Maximum haben. Ja, Fantastic View Radius, Nebel Motion Blue,
Das ist gar nicht mal so schlimm. Ich dachte, das ist wie bei Shader von Minecraft, dass es extrem eklig ist. Das ist so richtig nett. Es ist dann nicht mehr so blass. Ah, hier haben wir Blätter. Eins muss man einfach noch denken, dass man ein begrenztes Inventar hat. Dass es ein schnell Ding ist, bevor man irgendwie Truhen kräften kann. Also die Truhen müssen ein bisschen geringfügiger, also weniger preislich sein von den Materialien. Aber eben, es ist eine Beta, es ist noch recht wenig balanciert. Aber das kommt dann alles mit der Zeit. Und dafür ist es ja schon sehr, sehr gut für eine Beta. Und für eine Alpha, Beta und Gamma, Delta. So, jetzt. Ich gehe zum Kreuz. Weil die sind zu stark, also zu stark, einfach zu sehr. Dankeschön. Hat mir gut getan. Ah, ey, was ist denn los mit der Steuerung jetzt? Ich habe so links dran. Ich wäre fast wieder heruntergefahren. Mann, kann man da nicht irgendwie... Ja, toll, hier ist auch ein Schluck. Okay, ich muss das Mining Cell wahrscheinlich kaputt machen. Bis ich zu Hause bin. Ja, ja, geh weg. Bei mir habe ich jetzt ein bisschen Birke. Bartschwut. Birchi. Birchi, Bartschi. So. Ah, guten Tag hier oben. Darf ich bitte allein gelassen werden? Ich mach's mal anders. Sonst komm ich und hau dich eins in die Fresse. Ah, wie lange weit bin ich gegangen? Gott, 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 ich komm vom Baum herunter. Ich wollte eigentlich dieses Teil angreifen hier, aber wenn die ganze Zeit mich. Ja. Ah. Ja, die Steuerung ist ganz anders. Also nicht ganz anders, aber. Ja, halt anders in Minecraft. Weniger direkt. So, das nehme ich jetzt raus. Jetzt mache ich dann mal wieder ein Portal irgendwo auf. Das nervt sonst. Ja, jetzt bräuchte ich unbedingt eine Truhe. Wo sind die Truhen? Oh. Ja, ich müsste wahrscheinlich jetzt bald Pause machen. Ich mache noch kurz eine Truhe, wenn es geht. Ja, ich brauche noch mehr B-Box. Also dann, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen länger. Und sollten ungefähr so 30 Minuten Parts kommen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und eben, wenn ihr Interesse habt und Ideen habt für den Server, dann mache ich gerne einen auf. Und ja, sonst gibt es noch andere Videos von mir und jo, viel Spaß noch, wenn ihr andere Videos schaut oder meine Videos schaut und tschüss, bis zum zweiten Part, wenn ihr Lust habt. Bye.